Gesegneten Sabbat. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich möchte auch ein ganz herzliches Willkommen allen denen aussprechen, die jetzt live uns zugeschaltet sind. Liebe Geschwister unserer Gemeinde, die jetzt vielleicht in nah und fern im Internet auf julmedia.de das verfolgt, auch vielen anderen Geschwistern im deutschsprachigen Raum, die jetzt vielleicht mit dabei sind, weil natürlich auch viele Gottesdienste zurzeit noch ausgesetzt sind und wir trotzdem hier jetzt gemeinsam die Gelegenheit haben, das neue Jahr unter das Wort Gottes zu stellen. Heute ist Sabbat und ihr wisst, der Sabbat ist dazu da, Gedanken über die Schöpfung zu haben. Nun, heute haben wir hier gar keine Kinder. Wir können deswegen auch keine wirkliche Kindergeschichte erzählen. Aber vielleicht gibt es einige Kinder, die live zuschauen. Und ich dachte mir, auch heute wollen wir etwas uns ganz kurz aus der Natur ein kleines Gleichnis betrachten. Es gibt ein Tier, über das ich ganz kurz mit euch nachdenken möchte. Ein Tier, das weit im hohen Norden lebt. Es ist vor allem im Dezember immer hoch im Kurs, weil nach der Legende der Weihnachtsmann dieses Tier benutzt. Den Weihnachtsmann gibt es natürlich nicht, aber das Tier gibt es. Es handelt sich um eine Art von Hirsch, das weit oben im Norden in Lappland lebt. Weiß jemand von euch, von welchem Tier ich rede? Von dem Rentier, wohlgemerkt mit einem N und nicht mit zwei N, obwohl es auch viel unterwegs ist. Nun, dieses Rentier ist ein ganz interessantes Tier. Und vor allem die männlichen Rentiere zeichnen sich durch etwas Besonderes aus, nämlich was tragen sie auf ihrem Kopf? Die tragen ein Geweih, ja? Und so wie viele andere Hirsche haben diese Geweihe verschiedene Formen und Zacken. Und habt euch mal Gedanken gemacht, warum so ein Rentier eigentlich so ein schönes, prächtiges Geweih trägt? Was hat sich Gott vielleicht dabei gedacht, dass Rentiere ein Geweih tragen? Es ist einfach nur Zufall? Bestimmt nicht, oder? Sie brauchen es nicht zum Trinken, oder? Warum haben Rentiere, was soll so ein Geweih ausdrücken? Ja? Genau, es ist möglich, Männlein und Weiblein von Ferne schon zu unterscheiden, ja? Geweihe drücken eigentlich Kraft aus, sie drücken Majestät aus. Und eigentlich, so glaube ich, ist jedes Geweih eigentlich ein Geschenk Gottes, wo wir etwas über die Majestät und die Schönheit und die Kraft Gottes erfahren können. Nun wisst ihr aber wahrscheinlich auch, dass die Rentiere, wie viele andere Hirsche, diese Geweihe noch zu etwas anderem nutzen. Nämlich, was machen sie damit? Sie kämpfen gegeneinander. Und ich garantiere euch, als Gott die Rentiere geschaffen hat, im Garten Eden, hat er sich das nicht eigentlich gedacht. Dass Rentiere gegeneinander kämpfen, mit ihren Geweihen. Und jetzt ist es so, das habe ich gestern gelernt von meiner lieben Frau der Bea, die hat eine Dokumentation gesehen. Es passiert manchmal, wenn Rentiere mit ihren Geweihen gegeneinander kämpfen, weil die Geweihe so verzweigt sind, dass sie sich verhaken. Das heißt, sie kämpfen miteinander und dann kommen sie nicht mehr, sie verhaken sich so sehr, dass sie nicht mehr von alleine richtig loskommen. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, was die Rentiere dann denken. Ja, die kriegen Panik. Ja, die wollen den anderen ja bekämpfen, nicht ein Leben lang mit ihm zusammenleben. Und dann reißen die aneinander und dann kann es passieren, das ist eine sehr traurige Sache, dann kann es passieren, dass eines von den beiden Rentieren das Gleichgewicht verliert und umkippt. Ratet mal, was das mit dem anderen Rentier passiert. Das kippt auch um. Und dann wird es tragisch. Wenn Rentiere sich verkeilt haben und umkippen, das können die stärksten Männchen sein, schaffen sie es nicht mehr von alleine aufzustehen. Wenn dann nicht gerade ein Mensch zufällig vorbeikommt und ihnen aufhilft, verhungern diese mächtigen Rentiere im Schnee, weil sie nicht mehr hochkommen. Und da musste ich an uns denken. Auch wir haben Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen, die wir eigentlich dazu einsetzen sollen, Gott die Ehre zu geben. Was machen wir manchmal? Wir kämpfen mit unserer Zeit, mit unserer Redegabe, mit unserem Intellekt. Das nutzen wir alles, um gegeneinander zu kämpfen, um uns gegenseitig weh zu tun, bis wir uns verhaken. Und wenn dann einer fällt,
dann fällt der andere manchmal gleich mit. Und wenn dann nicht Gott eingreift, dann sterben wir, geistlich gesehen, weil wir das nicht richtig einsetzen, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Wenn es also in deinem Leben ein anderes Rentier gibt, mit dem du gerade im Konflikt bist, mit dem du dich gerade verkeilt hast, dann geh zu Gott und bitte ihn um Vergebung und um Gnade, dass uns das nicht passiert, was den Rentieren passiert. Ein neues Jahr beginnt und wahrscheinlich haben viele Menschen sich in diesem Jahr ganz besonders viel vorgenommen. Eins ist sicher, viele Menschen setzen große Hoffnung in dieses Jahr. Aber unsere Hoffnung sollte weitergehen, als nur auf ein Jahr gegründet zu sein. Unsere Hoffnung basiert auf Jesus Christus. Unsere Hoffnung basiert auf diesem Wort. Und wir wissen, dass es mit dieser Welt auch 2021 nicht besser werden wird, sondern tendenziell schlechter. Wir wissen, dass wir nicht kurz davor stehen, eine Lösung für alle Probleme zu haben. Wir wissen, dass diese Welt auf ihren Untergang zusteuert. Und deswegen bin ich froh, dass die Jahreslosung für das Jahr 2021, die wir uns heute gemeinsam anschauen werden, eine prophetische Jahreslosung ist. Ein Thema berührt, das für die Endzeit von überwältigender Wichtigkeit sein wird. Ein Thema, das direkt unsere adventistische Identität in der Endzeit berührt, nämlich seid barmherzig. Und wenn ihr in eurem Kopf euch gerade fragt, wie kann seid barmherzig ein prophetisches Thema sein? Ein Thema, das wir im Jahre 2021 mehr denn je benötigen, dann wollen wir gemeinsam jetzt die Bibel aufschlagen. Bevor wir das tun, möchte ich euch einladen, auch alle, die jetzt live zuschauen, wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien und Gott anbeten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute Sabbat haben und dass du uns ein neues Jahr schenkst und einen neuen Anfang jedem Einzelnen von uns anbietest. Herr, wir stehen und knien jetzt vor dir, weil wir dein Wort brauchen. Und wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du jetzt zu uns sprichst. Dass du uns zeigst, wie das Thema, das wir heute betrachten wollen, uns persönlich ansprechen muss, wie es auf unser Leben anzuwenden ist. Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Wir haben heute Gebets- und Fastensabbat. Und Herr, wir wollen das nicht einfach nur abhaken. Wir wollen wirklich in unser eigenes Innere schauen. Wir wollen unsere Herzen erforschen. Und wir wollen das Licht deines Wortes hineinleuchten lassen. Herr, offenbare du uns, wie du bist. Offenbare uns, wie wir wirklich sind und wie sehr wir dich brauchen. Und lass dein Wort nach deiner Verheißung nicht leer zurückkehren, sondern lass es ausführen, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns eintritt. Amen. Schlag mit mir auf, Lukas Kapitel 6 und dort Vers 36. Unsere Jahreslosung für 2021, der prophetische Aufruf von Jesus, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieser kurze Satz, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, ist bekanntermaßen Teil einer berühmten Predigt. Welche Predigt liegt hier vor in Lukas 6? Es ist die Bergpredigt. In der Bergpredigt spricht Jesus zu seinen Jüngern, er spricht zu denen, die ihm nachfolgen, er spricht also auch zu uns. Eigentlich ist der Satz ein ganz einfacher Satz. Es ist eine Aufforderung, seid barmherzig. Aber interessant an diesem Satz ist, dass Jesus nicht einfach sagt, seid barmherzig. Er sagt etwas anderes, er sagt darum, seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist. Die allermeisten Christen, die ich kenne, würden nicht denken, dass sie unbarmherzig sind. Barmherzigkeit ist eine solch offensichtliche christliche Tugend, dass ich glaube, auch wenn man das nicht selbst aussprechen würde, die allermeisten von uns doch denken würden, naja, also mit der Gesundheitsbotschaft habe ich noch manchmal so meine Probleme. Ja? Und in der Prophetie kenne ich mich nicht so gut aus, aber barmherzig bin ich eigentlich schon. Es gibt vielleicht ein paar Atheisten, die von Gott nichts wissen wollen, die stolz darauf sind, dass sie unbarmherzig sind, aber wenig Christen würden sagen, also ich bin eigentlich ziemlich unbarmherzig. Irgendwie denken wir doch schon alle, dass wir eigentlich nett sind. Vielleicht sind manche noch netter, aber vielleicht fehlt denen auch ein bisschen die Liebe zur Wahrheit, ja, deswegen sind die so übernett. Interessant ist, dass wenn Gott uns Forderungen gibt, wie wir zu sein haben, er das immer mit sich selbst verknüpft. Er sagt nicht nur, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Er sagt zum Beispiel auch, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Er sagt, vergebt einander, so wie euch auch Gott vergeben hat. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt, weil er später sagt, ich bin das Licht der Welt. Weißt du, ob du überhaupt barmherzig bist? Denn wenn wir Jesus ganz ernst nehmen, geht es ihm nicht darum, dass wir barmherzig sind. Es geht ihm darum, dass wir barmherzig sind, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Könnte es sein, dass viele von uns der Meinung sind, dass sie barmherzig sind? Aber wir sind gar nicht barmherzig, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Gott fordert uns hier nicht auf, zuerst uns anzustrengen, um barmherzig zu sein. Wenn wir den Satz genau lesen, müssen wir feststellen, bevor wir irgendetwas tun können, um barmherzig zu sein, müssen wir erstmal eine Frage klären. Welche Frage müssen wir zuallererst klären? Wie barmherzig ist unser Vater? Denn wenn wir nicht genau wissen, wie barmherzig unser Vater ist, dann werden unsere Versuche, barmherzig zu sein, immer unsicher sein. Ja, dann werden wir uns selbst täuschen. Wenn wir nicht genau wissen, wie barmherzig Gott ist und wir einfach versuchen, so nach eigenem Gutdünken so ein bisschen barmherzig zu sein, laufen wir in die Falle, denn dann versuchen wir etwas zu tun, ohne zu wissen, wie der Maßstab ist. Wehe uns, wenn wir denken, naja, Hauptsache ich bin ein bisschen nett und freundlich, dann wird es ja schon einigermaßen passen. Ich kenne viele Menschen, die sind viel unfreundlicher als ich, also bin ich doch einigermaßen barmherzig, oder? Aber Gott hat uns nicht aufgefordert, freundlicher zu sein als unsere Nachbarn. Er hat uns nicht aufgefordert, barmherziger zu sein als irgendein anderer Adventist, den wir kennen. Er hat uns aufgefordert, barmherzig zu sein, so wie Gott barmherzig ist. Bevor wir über unsere eigene Barmherzigkeit nachdenken, müssen wir sehen, ob wir überhaupt diese richtige Barmherzigkeit kennen. Denn nur wenn wir Gottes Barmherzigkeit kennen, wissen wir, ob wir barmherzig sind. Denn nur dann kennen wir den Maßstab. Und deswegen übrigens ist Glaube aus Werken immer unsicher. Denn wenn ich erstmal versuche, barmherzig zu sein, um Gott zu beeindrucken, weiß ich ja nie genau, ob meine Barmherzigkeit die ist, die er möchte. Wenn ich wirklich sicher sein will, muss ich erst Gott kennenlernen. Ich muss erst wissen, wie barmherzig er ist. Dann weiß ich, was das Ziel ist, dann weiß ich, was mir fehlt und dann weiß ich, wo ich es bekommen kann. Wir müssen also, wenn wir diesen Satz wirklich ernst nehmen und nicht nur als Spruchkarte irgendwo aufschreiben wollen, wenn er wirklich unser Leben bestimmen soll, müssen wir diese Frage persönlich für uns wissen: Wie barmherzig ist Gott, unser Vater? Und da gibt es eine Geschichte, die im Alten Testament solch einen Eindruck hinterlassen hat, dass noch Jahrhunderte später die Propheten und Poeten diese Geschichte immer und immer wieder angeführt haben. Wir gehen zu 2. Mose 34.
In 2. Mose 34 und dort ab Vers 1 heißt es: Und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde, dass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hin weiden. Und Mose hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren. Und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihn der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Wenn ihr diese 5 Verse liest, an welche Geschichte müsst ihr eigentlich denken? Berg Sinai, früher Morgen, zwei Tafeln, Gott kommt gleich in der Wolke herab und redet. An welche Geschichte müsst ihr denken? An die 10 Gebote, oder? Und kein Wunder, diese Geschichte findet ja auch nur wenige Wochen statt nach den 10 Geboten. Am Berg Sinai hatte Gott sein Gesetz verkündigt. Und ich glaube, ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, warum Mose jetzt ein zweites Mal oder erneut, er ist ja mehrmals dort gewesen, erneut auf den Sinai steigt. Was war passiert zwischen 2. Mose 20 und 2. Mose 34? Das Volk hatte sich ja Gutes vorgenommen. Sie hatten am Berg Sinai, als Gott die 10 Gebote gesprochen hatte, als Mose dann mit den Tafeln zurückkam, hatten sie gesagt, so wie wir uns wahrscheinlich vor 2 Tagen vorgenommen haben, das wollen wir tun. Alle 10 Gebote. Nein, sie haben nicht gesagt, nur die uns gefallen. Nein, sie haben nicht gesagt, nur das, was wir für inspiriert halten. Sie haben gesagt, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Ein guter Vorsatz. Hat wie lange gehalten? Nicht sehr lange, oder? Ich weiß nicht, wie lange eure guten Vorsätze halten werden. Aber die Tatsache ist, wenn wir mit Gott leben, sind gute Vorsätze nicht genug. Wir fallen, wir stürzen, weil wir an unserer eigenen Natur scheitern. Wenn wir Gott aus den Augen verlieren, und die Israeliten sind schwer gescheitert, sie sind schwer gestürzt, sie rannten das goldene Kalb. Ihr kennt die Geschichte, wir müssen nicht alles lesen. In 2. Mose 32 sagt Gott zu Mose, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, ist immer und immer haltstark gewesen. Ich werde sie jetzt vernichten. Um deutlich zu machen, dass die Sünde, die sie tun, eigentlich den Tod verdient hat. Aber ihr wisst, die Israeliten sterben nicht. Warum sterben sie nicht? Warum fällt kein Feuer vom Himmel und verzehrt die Israeliten? Was passiert, als Gott sagt, lass mich, ich will sie vernichten? Was passiert? Mose, ihr Fürsprecher, lässt Gott nicht. Er sagt, ich lasse dich nicht. Er tritt ein für die Israeliten und er hält Gott seine eigenen Verheißungen vor. Später in 2. Mose 32 bietet er sein eigenes Leben an, einen Typus für den hohen Priester, den wir heute im Himmel haben, der für uns eintritt, obwohl jede einzelne Sünde, die wir begangen haben, unseren Tod gefordert hätte. Er tritt für uns ein. Und dann in 2. Mose 33 passiert etwas Interessantes. Gott vergibt dem Volk und er lässt sie am Leben. Aber er sagt dann Folgendes in 2. Mose 33 und dort Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten raufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinen Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pherezeiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Gott sagt, okay, ich habe euch vergeben, ich habe euch am Leben gelassen, ihr könnt das Land Kanaan erreichen, aber ihr geht alleine, das ist besser so. Würde dir das reichen, Vergebung von Gott zu bekommen, am Leben erhalten zu werden und im Himmel leben zu können für alle Ewigkeiten ohne Gott? Wenn Gott sagt, ich vergebe dir alle deine Sünden, ich lasse dich am Leben, du kommst in den Himmel, auf irgendeinen Planeten, wo du alleine für dich sein kannst, aber wir bleiben getrennt, weil du ja offensichtlich nicht so wirklich genau mit mir zusammenleben möchtest. Würde dir das reichen? Die Israeliten merken, was Gott sich wünscht, ist mehr als nur Vergebung.
Mehr als nur, oh, wir sind nicht gestorben. Mehr als nur ein Abwenden des Gerichtes. Es geht um mehr. Es geht um die Frage, bleiben wir am Leben, sondern geht Gott mit uns? Und Mose geht in das Lager der Zusammenkunft, während die Israeliten am Eingang ihrer Zelte stehen und er betet und Josua ist dort im Zelt und weicht nicht mehr von dem Zelt und Mose bittet, schaut mal, was er sagt in Vers 13 von 2. Mose 33. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und ich erkenne, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und dann kommt die Frage, und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Für Mose reichte es nicht aus, einfach nur eine Sünde vergeben zu haben. Mose und das Volk wollten, dass Gott mit ihnen ist. Wie weit geht die Vergebung Gottes? Schaut mal in Vers 17. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und dann sagt Mose diese berühmten Worte, er beantwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und die Antwort kommt in Vers 19. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte von deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, wie geht's weiter? Dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme? Über den erbarme ich mich, habe mich früher gefragt, was das heißt. Klingt doch doppelt gemobbelt, oder? Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Über wen ich mich erbarme, den erbarme ich mich. Mose fragt hier nach seiner Herrlichkeit, nach der Herrlichkeit Gottes. Ellen White sagt uns, was Gott hier beschreibt, ist sein Charakter. Als Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit, sagt Gott, okay, wenn du wirklich meine Herrlichkeit sehen willst, denk mal dran, wenige Wochen zuvor war Gott im Feuer vom Himmel herabgestiegen. Er hatte mit seiner eigenen Stimme die 10 Gebote gesprochen. Die Israeliten haben selbst gesagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und doch sagt Mose, jetzt zeig mir deine Herrlichkeit, zeig mir, was dahinter steckt, hinter deinen 10 Geboten. Zeig mir, wie du bist. Und Gott sagt, okay, danke, dass du gefragt hast. Danke, dass du dich dafür interessierst. Ich werde alle meine Güte an dir vorübergehen lassen. Was wäre passiert, wenn die Israeliten, wenn Mose nicht so nachgebohrt hätte, wenn er sich nicht so sehr für Gott interessiert hätte? Mose hätte das Volk Israel ins Land Kanaan gebracht, alleine. Und sie hätten vielleicht gedacht, ach wie schön, Gott hat uns ins Land Kanaan gebracht. Aber sie hätten die Herrlichkeit Gottes verpasst. Vielleicht denken wir, Gott ist uns gnädig, weil unser Leben geht ja einigermaßen gut. Ja, er hat mir meine Sünden vergeben. Die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die erreiche ich. Ist doch alles schön und gut. Aber vielleicht verpassen wir das, was Gott noch tun möchte. Er möchte uns seine Herrlichkeit zeigen. Er möchte mit uns sein, so dass wir wissen, jeden Morgen, heute geht Gott mit mir. Das Bewusstsein der Gegenwart Gottes ist unglaublich kostbar. Denn dann erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Alle meine Güte will ich vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Denn wenn ich gnädig bin, dann bin ich wirklich gnädig. Wenn ich barmherzig bin, dann bin ich wirklich barmherzig. Wir kennen zu oft in unserem Leben Situationen, wo Leute uns etwas versprechen und nicht einhalten. Wir merken, wenn Politiker etwas versprechen und es kommt dann anders. Wenn uns Freunde etwas versprechen und sie es nicht halten. Deswegen haben wir oft eine gewisse Grundskepsis gegenüber Menschen. Und wir bringen diese Grundskepsis gegenüber Gott. Denn wenn er sagt, ich will dir alle deine Sünden vergeben, dann fragen wir uns doch, hat er es wirklich gemacht? Und vielleicht sagen wir in der Sabbatschule, ja, natürlich hat Gott mir meine Sünden vergeben, aber wir leben in unserem Leben nicht so, als ob wir ein völlig reines, weißes Herz haben. Weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob er uns wirklich vergeben hat. Aber als Mose hier nachbohrt und sagt, ich will, dass du mit uns gehst, nicht nur einfach unsere Sünden vergibst, dass wir am Leben bleiben, nicht nur das Gericht abwendest, sondern ich will, dass du bei uns bist. Sagt Gott, schau, wenn ich vergebe, dann vergebe ich wirklich. Mein Name ist, ich bin, der ich bin. Wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und so steigt Mose in 2. Mose 34 auf den Berg.
mit zwei neuen Tafeln. Denn das Gesetz Gottes wird nicht geändert. Es wird das gleiche Gesetz Gottes sein, aber jetzt lernt Mose und jetzt lernt das Volk etwas an Gott kennen, was sie vorher bis dahin nicht so richtig begriffen haben. Nämlich wie Gott ist. In Vers 6, in 2. Mose 34 heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott. Barmherzigkeit gilt heute als weich, als schwach. In unserer Welt gelten die, die immer vergeben, eher als Schwächlinge, oder? Aber in der Bibel ist es die Stärke Gottes, dass er vergeben kann. Sagt nicht Paulus in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Weil er stark ist, kann er sogar meine Sünde wirklich besiegen. Wirklich, wirklich, wirklich besiegen. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Aber Achtung, aber keineswegs ungestraft lässt. Denn Gott ist nicht wie Menschen, die sagen, naja, Schwamm drüber. Drücken wir doch mal ein Auge zu, ja? Lassen wir mal alle fünfe gerade sein. So ist Gott nicht. Gott sagt, ich vergebe dir jede Schuld, jede Sünde, jede Übertretung und lasse sie doch nicht ungestraft. Und vielleicht hat sich Mose gefragt, ja was denn nun? Vergibst du oder strafst du? Manchmal denken wir, naja, Gott vergibt und dann straft er doch ein bisschen. Er vergibt und in der Fußnote kommt noch ein bisschen Strafe, weil wir es ja verdient haben. Aber die Bibel ist sehr deutlich. Derselbe Gott, der sagt, ich lasse nicht ungestraft, von dem heißt es in Römer Kapitel 3. Schaut mal, was Paulus sagt. Der hat es ziemlich genau gewusst. In Römer Kapitel 3 und dort Vers 25. Dort sagt er über Gott, über Jesus Christus in Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden, wie geht's weiter, weil er die Sünden, das steht, ja, wie steht's bei euch, weil er die Sünden ungestraft ließ. Gott selbst hat gesagt, ich vergebe Sünden, aber lasse sie nicht ungestraft. Aber hier steht, dass dieser Gott Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott, wie geht's weiter, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit wann zu erweisen? In der jetzigen Zeit. Mit anderen Worten, was hier steht, ist, Gott hat jahrtausende lang die Strafe zurückgehalten. Nicht aufgehoben, zurückgehalten. Für welchen Moment? Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, lag die Strafe auf ihm. Gott vergibt. Nicht, weil er alle fünf gerade sein lässt. Er vergibt, indem er alle Sünden, alle Strafe auf sich selbst nimmt. Das ist seine Barmherzigkeit. Als die Israeliten schwer gegen ihn sündigen und sich nicht vorstellen können, dass er sie wieder ganz herstellt, sagt er mit anderen Worten, jede deiner Sünde, jede deiner Schuld kann ich dir vergeben, weil ich mich mit deiner Schuld selbst identifiziere. Ich nehme sie auf mich selbst. Das ist meine Barmherzigkeit. Und dann schaut mal, wie es in 2. Mose 34 weitergeht. Dort in 2. Mose 34 und dort ab Vers 8. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Und er sprach, o Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unsere Mitte, obwohl es ein halsstarkes Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Da sprach er, siehe, ich habe einen Bund vor deinem ganzen Volk. Ich mache einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind. Auf der ganzen Erde, unter allen Völkern, das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. Man würde denken, hey, Mose hat doch schon die 10 Plagen gesehen. Er hat gesehen, wie Wasser sich geteilt hat. Er hat gesehen, wie Gott vom Berg Sinai gesprochen hat. Und Gott sagt jetzt zu ihm, ich werde mit dir Wunder tun, die du noch nicht gesehen hast. Gott sagt nicht, okay, ich vergebe dir, aber so toll wie vorher wird es nicht mehr.
So würden wir vergeben, ja? Wir sagen, okay, ich vergebe dir, aber unsere Freundschaft bleibt nicht mehr dieselbe wie vorher, ja? Also ich habe jetzt gelernt, ja? Ich vergebe dir, aber wir bleiben auf Abstand. Ich vergebe dir, aber ich muss das erstmal noch verarbeiten. Gott sagt, nein, nein, ich vergebe dir und jetzt bin ich dir näher als jemals zuvor. Ich vergebe dir und jetzt tue ich noch mehr für dich, als ich vorher jemals getan habe. Ellen White sagt, dass durch die Erlösung wir noch näher an Jesus kommen, als wenn wir nie gesündigt hätten. Dass wir als Erlöste Gott besser kennen, als die Engel ihn je kennen können. Wenn du Menschen vergibst, bist du ihnen dann näher als zuvor? Oder vergibst du ihnen nur, dass du sagst, okay, naja, lass uns das mal begraben, geh mal deinen Weg, ich geh meinen. Und dann schaut man 2. Mose 34. Das können wir nur anreißen. Ab in Vers 18 heißt es, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, um die bestimmte Zeit des Monats Abib. Denn im Monat Abib bist du aus Ägypten ausgezogen. Alles zuerst Geborene gehört mir, auch alle männliche Erstgeburt unter deinem Vieh, es sei ein Rind oder ein Schaf. Aber die Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du auslösen. Und man soll nicht leer vor meinem Angesicht erscheinen. Ich habe mich früher mal gefragt, nachdem Gott solch eine Offenbarung seiner Herrlichkeit gibt. Warum gibt er jetzt solche Anweisungen hier? Warum sagt er, oh, du sollst die Erstgeburt auslösen und den Esel und das und jenes? Warum? Kennt ihr diese Regeln, die hier stehen? Kommen die euch bekannt vor? Die werden hier nicht zum ersten Mal erwähnt. Wo kommen die schon mal vor? Wo sagt Gott schon mal? Also, du sollst das Passa halten, ja, das Fest der ungesunden Brote. Alle Erstgeborenen gehören mir. Du sollst den Esel das Genick brechen. Wo kommt das zum ersten Mal vor? Das kommt zum ersten Mal vor in 2. Mose 13. Wisst ihr, was in 2. Mose 13 gerade passiert ist? 2. Mose 13 ist das Kapitel nach dem Auszug aus Ägypten. Als sie gerade durch das Blut des Lammes erlöst worden sind, da gibt Gott ihnen die Regeln und die ganzen Satzungen mit dem Passa und mit dem Fest der ungesäuerten Brote und mit der Erstgeburt. Da sagt ihnen das alles. Und schaut mal diese Schönheit. Die Israeliten sind so schwer gefallen. Sie sind an ein goldenes Kalb gerannt und jetzt haben sie Buße getan. Sie haben sich zu Gott gewandt und Mose hat sich wirklich an Gott geklammert und Gott sagt, schau, so bin ich wirklich, das ist meine Gerechtigkeit, das ist meine Barmherzigkeit. Und dann redet er zu den Israeliten, als ob sie gerade aus Ägypten ausgezogen sind. Er erzählt ihnen genau das, was er ihnen erzählt hat, als er sie erlöst hat. Er behandelt sie so, als wären sie gerade aus Ägypten frisch herausgegangen. Er behandelt sie so, als wären sie gerade frisch neu bekehrt. Er sagt nicht, naja, ich habe euch das ja früher schon mal gesagt, aber naja, jetzt habt ihr es leider falsch gemacht, ja, und jetzt müssen wir sehen, wie wir... Nein, er behandelt sie so, als ob sie die Sünde mit dem goldenen Kalb nie gemacht hätten. So behandelt er sie. Als ob sie quasi einen Zeitsprung wieder zurück in 2. Mose 13 versetzt haben. Jahrhunderte später, ein Jahrtausend später, hat Nehemia diese Geschichte aufgegriffen. In Nehemia Kapitel 9. Als die Leviten singen, 1000 Jahre später, über die Zeit von Mose, da lesen wir, dass sie beschreiben, wie Gott ihnen den Sabbat gegeben hat, wie er ihnen das Manna gegeben hat, wie er die Gebote gegeben hat, wie er sie gesegnet hat. Schaut mal in Vers 16, Nehemia 9, Vers 16. Aber sie, unsere Väter, wurden übermütig und halsstark, sodass sie deinen Geboten nicht folgten und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstark und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Die haben gesagt, wir wollen Gott nicht mehr haben, wir gehen zurück nach Ägypten. Und wie heißt es weiter? Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Du hast sie nicht verlassen, selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und große Lästerung verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Egal, was die Israeliten an Sünde taten, Gottes Wolken- und Feuersäule blieb bei ihnen. Das Manna fiel.
Gottes Gnade und Barmherzigkeit zeigt sich in der Wüstenwanderung wie an kaum einer anderen Stelle. Trotz ihrer Rebellion hat er sie versorgt. Er hat ihnen trotz ihrem ständigen Widerstreiten das Beste gegeben, was er ihnen geben konnte. Freilich, viele von ihnen sind in der Wüste gestorben. Sie haben die Barmherzigkeit Gottes nicht angenommen. Schaut mit mir. In Psalm 78. Auch die Poeten haben von diesem Ereignis, dieser Gnade Gottes, dieser Barmherzigkeit gesprochen. In Psalm 78 und dort ab Vers 34. Da heißt es, ab Vers 34, wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm, und jetzt passt mal genau auf, und kehrten wieder um und suchten Gott, und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Erlöser, aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen mit ihren Herzen, denn ihr Herz mit ihren Zungen, denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn und sie hielten nicht treu an seinem Bund fest. Also in der Wüste kam es immer wieder vor, dass die Israeliten gesagt haben, wir haben gesündigt, Herr, vergib uns. Und Gott sah, dass ihre Buße nicht ganz aufrichtig war. Er sah, dass ihre Umkehr geheuchelt war. Wie würdest du mit jemandem umgehen, der sagt, es tut mir leid, aber du siehst an seinen Augen, dass er es nicht ernst meint? Wie würdest du mit jemandem umgehen, der sagt, bitte vergib mir, aber er scheint das weiter zu tun? Was sagt der Text? Vers 38. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm. Immer und immer wieder. Gibt es ein Limit für die Barmherzigkeit Gottes? Schaut mal mit mir in 2. Chronik 30. Die Frage ist eine interessante Frage und sie hat zwei Antworten. In 2. Chronik 30, die Zeit von König Hiskia, vor kurzem. Hiskia war dann König vom Norden oder vom Süden? Vom Süden. Denn als Hiskia König war, gab es den Norden nicht mehr. Zwei Jahrhunderte war das Nordreich von Gott abgefallen und ohne eine echte Reformation in den Abgrund geschlittert. Ein König nach dem anderen war schlimmer gewesen. Und irgendwann standen die Assyrer unter Salmanasser V. vor den Toren Samarias und haben die Stadt eingenommen, haben schon in den Generationen vorher die Israeliten weggetrieben, in andere Länder getrieben. Und Ellen White sagt, der Prophet Hosea machte deutlich, dass die Israeliten aus dem Nordreich nie wieder ein Staat werden würden. Als Samaria fiel in den 720er Jahren, war ein Ende erreicht. Und jetzt kommt Hiskia. Schaut mal in 2. Mose 30. Und dort Vers 1. Und Hiskia sandte Boten an ganz Israel und Juda und schrieb auch Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israels, das Passa zu feiern. Es gab noch einen Überrest, es gab noch einige Nordreich-Israeliten, die dort verstreut im Nordreich lebten, obwohl das Nordreich nicht mehr existierte. Es war nicht bevölkerungslos, es kamen ja später dann auch andere, die dann zu den Samaritanern wurden, aber da gab es noch einige Versprengte und die wurden eingeladen, kommt doch heute nach Jerusalem. Ab Vers 5. Und sie verfassten einen Aufruf, der in ganz Israel von Beersheba bis dahin verkündigt werden sollten, dass sie kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israels in Jerusalem das Passa zu halten. Denn sie hatten es lange Zeit nicht mehr gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seinen Obersten durch das ganze Israel und Juda und sprachen nach dem Befehl des Königs, ihr Kinder Israels, kehrt um zum Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. So wird er sich zu den Entkommenen kehren, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien noch übrig geblieben sind. Und seid nicht wie eure Väter und eure Brüder, die sich versündigt haben an dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, sodass er sie der Verwüstung preisgab, wie ihr seht.
So seid nun nicht halsstark wie eure Väter, sondern ergebt euch dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er auf ewig geheiligt hat, und dient dem Herrn, eurem Gott, so wird sich die Glut seines Zorns von euch wenden. Denn wenn ihr zum Herrn umkehrt, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen halten, sodass sie wieder in dieses Land zurückkehren können. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig. Hört ihr das? 2. Mose 34? Und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr zu ihm umkehrt, selbst nachdem das Nordreich zerstört worden ist, als Samaria in Ruinen lag, die meisten Israeliten in Assyrien in der Gefangenschaft waren, war die Barmherzigkeit Gottes nicht am Ende. Die Hand blieb ausgestreckt. Aber es gab ein Problem, Vers 10. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Hat Gottes Barmherzigkeit ein Ende? Nein, denn Gott ist immer die Liebe. Aber hat sie ein Ende? Ja, sie findet ihr Ende am unbekehrten Herzen. An dem Herzen, das nicht will. Die ewige Barmherzigkeit Gottes, die nie aufhört, kann das Nein des Menschen nicht überwinden. Das Ende der Barmherzigkeit Gottes ist das Nein des Menschen. Aber Achtung, das Nein des Menschen führt nicht dazu, dass die Barmherzigkeit Gottes aufhört. Sie kann nur keinen Eingang finden. Es macht einen großen Unterschied, hört mir gut zu, ob ich glaube, dass Gott selbst nicht mehr barmherzig sein möchte, weil die Israeliten böse gewesen sind, dass Gott seine Barmherzigkeit abschaltet. Oder ob ich glaube, dass Gott noch immer barmherzig ist, aber diese Barmherzigkeit keinen Eingang mehr findet. Zu viele Christen, zu viele Adventisten glauben, dass wenn Sünde geschieht, irgendwann Gott seine Barmherzigkeit abschaltet. Das tut er nicht. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Aber sie kann das Nein des Menschen nicht überwinden. Das hat fundamentale Auswirkungen darauf, wie wir den Satz verstehen: Ihr aber seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Bin ich berechtigt, wenn der andere so böse gewesen ist, irgendwann meine eigene Liebe und Barmherzigkeit abzustellen, weil Gott das ja auch macht? Oder soll ich weiter meine Hand ausgestreckt halten, selbst wenn es weh tut, so wie es Jesus weh tat, dass er ungerecht behandelt worden ist und er dennoch seine Hand ausgestreckt hat? Das macht einen großen Unterschied. Wir befinden uns in der Selbsttäuschung, wenn wir glauben, dass wir Barmherzigkeit abstellen können. Wenn wir glauben, dass Gott seine Barmherzigkeit irgendwann abstellt. Das tut er nie. In Joel Kapitel 2 finden wir das so deutlich ausgedrückt wie nirgends sonst. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 3 Jahren haben wir hier mal angefangen, das Buch Joel zu studieren, oder? Haben uns da durchstudiert. Und ihr könnt mir bestimmt noch sagen, im Buch Joel am Anfang gibt es eine große Katastrophe. Da kommen die Heuschrecken, wie oft? Nicht einmal? Nicht zweimal? Nicht dreimal, sondern wie oft kommen die Heuschrecken? 4-mal. Sie reißen alles nieder, sie fressen alles ab. Nachdem 4-mal die Heuschrecken gekommen sind, gibt es keine Hoffnung mehr. So scheint es. Alle menschliche Hoffnung ist vorbei. Das Gericht Gottes kam nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, es kam 4-mal und weiterhin in Joel 2 wird das Kommen des Tages des Herrn angedroht. Und doch heißt es in Joel 2, Vers 12, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Auch hier das Echo aus 2. Mose 34. Egal wie schlimm es steht, wenn deine eigene Gemeinde am Aussterben ist und du denkst, es hat keinen Sinn mehr, sagt Gott doch auch jetzt noch. Wenn die adventistische Botschaft in den Gemeinden zu verschwinden steht und du alle Hoffnung verlierst, dass das Evangelium die ganze Welt erreichen kann, sag Gott doch auch jetzt noch. Wenn Beziehungen
in deiner Familie, in deinem Freundeskreis unheilbar zerbrochen sind und du denkst, man kann noch die Scherben auflesen, sag Gott doch auch jetzt noch. Wenn du so weit in Sünde gefallen bist, so tief in Sünde hineingewartet bist, dass du denkst, nachdem so viel schiefgelaufen ist, kann Gott dir nicht mehr vergeben, sag Gott doch auch jetzt noch. Kehrt um. Nicht, indem ihr einfach nur einen Fastensabbat deklariert, nicht, indem ihr einfach nur eine Gebetsgemeinschaft organisiert, nicht nur durch äußerliche das Zerreißen der Kleider, sondern durch ein Zerreißen des Herzens. Gott wünscht sich, dass Geschwister im Jahre 2021 zu Hause in ihren Kämmerlein weinen. Weinen über ihre eigene Sünde. Ihre Herzen zerreißen. Er wünscht sich so sehr im Jahre 2021, egal ob persönlich oder auf Gemeindeebene oder auf welcher Ebene oder weltweit oder politisch, was immer die Probleme sind, die wir sehen, dass wir zu Hause und auch gemeinschaftlich zusammenkommen und dass wir unsere Herzen zerreißen, unsere Gedanken, die wir gehabt haben über uns selbst und über Gott, zerreißen. Denn wir sind nicht so gut, wie wir gedacht haben. Und Gott ist nicht so hartherzig, wie wir oft denken. Wir müssen unsere Herzen, unsere Gedanken, die uns daran hindern, Gottes Gnade voll zu sehen, zerreißen. Nicht damit zufrieden uns geben, dass Gott uns nach Kanaan führt. Wenn wir merken, er ist nicht wirklich in unserem Leben präsent, dann lasst uns sagen wie Mose, wir gehen keinen Schritt weiter. Auch nicht einen Tag, es sei denn, ich weiß, du bist mit mir. Und wenn wir das beten und das sagen, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es macht einen Unterschied. Es macht einen echten Unterschied. Ob man sagt, Herr, ich habe gesündigt, bitte gib, dass ich gerettet werde. Oder man sagt, Herr, ich möchte keinen Schritt weitergehen, ohne dass du mit mir bist. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. David wusste von dieser Herrlichkeit. David wusste von dieser Erfahrung. David hat viel erlebt. Er ist verfolgt worden. Er ist verraten worden. Er ist angeklagt worden. Beinahe mehrmals getötet worden. Und er selbst hat schwer gesündigt. Aber wenn er zurückblickte auf sein Leben in Psalm 103, dann sagt er was? Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kannst du zurückschauen in dein Leben und sehen, wie Gott dir so viel Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wie sagt er weiter in Vers 8? Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Stellen wir ihn wirklich unseren Mitmenschen als einen geduldigen Gott dar? Als einen, der so gütig ist, dass kein Mensch jemals so gütig gewesen ist, so barmherzig, so gnädig. Er wird nicht immer zurechten und wird nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Seit dem ersten Tag der Sünde im Garten Eden hat Gott nicht mit den Menschen so gehandelt, wie es den Menschen verdient hat. Keine einzige Sünde, die ein Mensch getan hat, hätte bestraft werden müssen. Am Menschen. Und wenn am Ende viele Menschen doch die Strafe der Sünde tragen werden, dann deswegen, weil sie die Barmherzigkeit Gottes nicht kennen und nicht kennen wollten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist. Wenn ihr heute nach Hause geht, schaut mal in den Himmel. Schaut mal, wie hoch der ist. Und lasst uns fragen, ob wir wirklich in unserem Leben, ganz ehrlich, ob wir wirklich den Eindruck haben, dass in unserem Leben die Gnade Gottes so hoch ist wie der Himmel da oben. Ob wir so viel über die Gnade Gottes, seine Liebe sprechen, dass Menschen den Eindruck haben, es ist so gewaltig bis zum Himmel. Oder ist für uns die Gnade Gottes nur ein kleines Vorwort, damit wir sofort nach dem Komma all das den Menschen sagen, was sie tun müssen? So groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten, so fern der Osten ist vom Westen, hat er uns zur Übertretung von uns entfernt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die,
welche ihn fürchten. Ihr lieben Gott ist besser, als wir ihn machen. Und der Grund, dass wir so wenig über seine Gnade und Güte sprechen, beobachtet uns doch mal selbst, wie viel wir von der Gnade und Güte Gottes sprechen im Alltag. Liegt vielleicht daran, dass wir selten so beten wie Mose. Herr, es reicht mir nicht, dass ich nicht sterbe. Es reicht mir nicht, dass ich am Leben bleibe. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte sie sehen. Ich möchte wissen, wie du wirklich bist. Jesus sagt, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wisst ihr was? Das tut weh. Deswegen machen das so wenig Menschen. Nett sein kann auch ein Humanist. Nett sein hilft manchmal sogar mit der Karriere. Denn solange der andere auch nett ist, ist das für jede Weltanschauung ganz okay. Aber nett zu jemandem sein und sein Bestes zu wünschen, wenn er dich angreift, wenn er deine Motive in ein falsches Licht darstellt, sich dann trotzdem zu wünschen, dass lieber er in den Himmel kommt als ich, das kann man nur, wenn man die Mose gebetet hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und deswegen denken viele Christen und auch viele Adventisten, dass sie barmherzig sind. Und sie sind es gar nicht. Und sie täuschen sich selbst. Und denken, dass es vielleicht nicht so wichtig ist, solange sie genau wissen, was die Prophetie sagt und jedes Tier und jedes Horn identifizieren können. Aber Jesus gibt hier ein Gebot und wir können es uns nicht leisten. Im Jahre 2021, wo so viel Bosheit, so viel Schlechtigkeit, so viel schlechte Worte und schlechte Gedanken durch unsere Gehirne und unsere Smartphones geistern, dass wir unbarmherzig sind. Wir können es uns nicht leisten, noch ein weiteres Jahr so oft und so schwer gegen den Herrn zu sündigen, wie es unsere Adventgemeinde, unsere Geschwister im Jahre 2020 getan haben. Mit all den schlechten Worten, all den schlechten Bildern, dem Spott über Regierende. Wir können es uns nicht leisten. Wir können nicht den Menschen erzählen, dass Jesus bald wiederkommt, dass wir einen Charakter haben wollen, der den Charakter Jesu widerspiegelt und dann uns so benehmen, wie wir es uns in Telegram-Gruppen und in WhatsApp-Gruppen und auf YouTube und untereinander benehmen und wie wir über andere Menschen sprechen, über die, die anders denken als wir. Geschweige denn über diejenigen, die uns vielleicht wirklich Böses wollen. Es ist ein prophetischer Aufruf. Schaut in Lukas 6. Manch einer sagt, ja, aber man muss doch Sünde beim Namen benennen. Deswegen halte ich diese Predigt. Man muss Sünde beim Namen benennen. Was in unseren Adventgemeinden geschieht, ist vielfach schwere Sünde. Unbarmherzigkeit gegenüber anderen ist schwere Sünde. Sie muss beim Namen benannt werden und muss korrigiert werden. Denn Gott geht mit den Sünden anderer so um, wie es in der Bibel seht. Er breitet die Sünden einer Person nicht vor allen anderen aus. Er spricht persönlich uns an, mit seinem guten Geist. Ja, wir sollen Sünde beim Namen nennen. Und zwar genauso, wie es Jesus auch macht. In Lukas 6 und dort Vers 36. Das heißt es, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Helft mir, wenn der Vers beginnt mit darum, was ist wohl der Sinn des Verses? Es gibt eine Begründung, oder? Die davor steht. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen wen? Gegen die, die sich rechtzeitig bekehren. Ja oder nein? Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wenn Gott im Himmel selbst gegen die Undankbaren und Bösen gütig ist, können wir es uns dann erlauben, gegen böse Menschen böse zu sein? Oder müssen wir nicht das Gebot Jesu ernst nehmen? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ihr Lieben, ich komme zu dem Eindruck, dass wir Gott nicht so gut kennen, wie wir denken.
Und vielleicht sollten wir auch diesen Gebets- und Fastensabbat dazu nutzen, unser eigenes Herz aufzumachen und sagen, Herr, erforsche du mich. Nicht die anderen, deren Fehler sehe ich ziemlich gut. Das Problem ist ja, dass wir unsere eigenen Fehler nicht so gut sehen wie die anderen. Herr, erforsche du mich. Sieh, ob ich es gut meine, ob ich auf rechtem Weg bin. Jesus hat diesen Satz, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, noch einmal anders formuliert. Wisst ihr ihn, wie er ihn Parallelfest formuliert hat? Gleicher Gedanke, gleicher Zusammenhang, da sagt er nicht, seid barmherzig, er sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, ihr Lieben, die Bibel spricht von Vollkommenheit. Die Bibel sagt, dass wir vollkommen sein können. Und zu lange und zu oft haben wir das geleugnet. Jesus ist ganz deutlich, Ellen White ist ganz deutlich. Wir dürfen, wir können, wir müssen vollkommen sein, aber wir sollten auch genau wissen, was die Vollkommenheit ist. Vollkommenheit bedeutet nicht, alles zu wissen, was Ellen White über die Prophetie geschrieben hat. Denn wenn wir alles wissen, was Ellen White über die Prophetie geschrieben hat, aber wir unbarmherzig sind, dann täuschen wir uns selbst. Und wir werden nicht durch die Endzeit hindurchkommen. Vollkommenheit bedeutet, diese vollkommene Liebe und Barmherzigkeit zu haben, die selbst dann dem anderen das Beste wünscht und das Beste unterstellt, selbst wenn wir angegriffen werden. Und wenn ihr das versteht, dann seht ihr, dass ich und jeder von uns noch ein Stück zur Vollkommenheit haben, oder? Dass wir vielleicht nicht so barmherzig sind, wie wir gedacht haben. Denn wisst ihr, am Ende der Zeit, wenn das Sonntagsgesetz kommt und die Krise hineinbricht, werden die Gläubigen viele Freunde oder viele Feinde haben? Woran wird man die Gläubigen erkennen? Wird man sie daran erkennen, dass sie auf jede Frage eine Antwort haben? Wird man sie daran erkennen, dass wenn sie angegriffen werden, wenn sie verfolgt werden, wenn sie vor Gericht gestellt werden, wird man sie daran erkennen, dass sie mutig die Wahrheit sagen? Das kann auch ein Moslem. Man wird sie daran erkennen, dass sie die Wahrheit in Liebe sagen. Daran wird man sie erkennen. Zur Wahrheit stehen kann jeder, dazu muss er kein Christ sein. Die Wahrheit dem Feind, dem Richter, der ihn zu Tode verurteilen will, so zu vermitteln, dass man sich wünscht, er wird gerettet. Lieber er als ich. Das ist die Barmherzigkeit, die Jesus hatte. Das ist die Barmherzigkeit, die der Maßstab ist. Wann leuchtet eine Kerze am hellsten? Wenn ich hier eine Kerze anmachen würde, würde sie jetzt leuchten, aber sie wäre nicht besonders hell, oder? Wenn aber alles dunkel ist, wird dasselbe Licht immer heller und heller und heller. Vielleicht habt ihr mal die Idee gehört von einer letzten Generation. Die Generation, die Jesus wiederkommen wird, die leben wird angesichts eines himmlischen Heiligtums, wo kein hoher Priester mehr sein wird. Eine Generation, die besonders sein wird. Woran wird sie besonders sein? Wird sie mehr wissen als die anderen? Vielleicht. Aber daran wird sie besonders sein. Sie wird dieselbe Liebe haben wie alle Christen zu allen Zeiten. In einer Zeit, die so finster ist, wie sie noch nie gewesen ist. Und deswegen wird diese Generation so leuchten, so hell leuchten wie nie zuvor. Hat Jesus am Kreuz mehr Liebe gehabt, als auf dem Berg, am See Genezareth gewesen ist? Jesus hat immer die gleiche Liebe, oder? Und doch sagen wir, dass am Kreuz von Golgatha seine Liebe am hellsten schien. Warum? Weil am Kreuz von Golgatha seine Liebe im schärfsten Kontrast, seine Barmherzigkeit im schärfsten Kontrast zu aller Sünde und aller Finsternis gewesen ist. Und deswegen ist Barmherzigkeit ein prophetisches Thema, denn wir kommen in eine Zeit, in der Barmherzigkeit so rar sein wird, dass man sie nirgendwo mehr finden kann, außer in den Gläubigen. Und wenn dann die wahren Gläubigen barmherzig sein werden, wenn der Geist Gottes sich von der Erde zurückgezogen hat und nur noch in den Gläubigen wirkt, dann wird es die letzte
die letzte Offenbarung der Liebe Gottes sein an diese sterbende Welt, wenn Menschen ihre Feinde lieben. Und ihr Lieben, wir hatten im letzten Jahr viel Gelegenheit, das zu üben. Vielleicht haben wir die Gelegenheit nicht viel genutzt. Lasst uns doch 2021 beginnen, indem wir nicht nur sagen, ach, was für eine schöne Losung, ach, wie wunderbar, ja, hängen wir uns das irgendwo hin. Lasst uns ernsthaft die Frage stellen, kenne ich die Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben so, dass ich das sagen kann, was Mose und was David gesagt hat, kenne ich sie so sehr? Und dann möchte ich dieser Barmherzigkeit so folgen, möchte ich sie so imitieren. Möchte ich dem Heiligen Geist erlauben, mein Herz mit Liebe zu erfüllen zu jedermann. Als allerletzter Vers in Epheser 4. In Epheser Kapitel 4 und dort ab Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Jeder prüfe sich selbst. Ich muss mich fragen, ob dieser Vers auf mich zutrifft. Und ob er nicht noch viel mehr zutreffen könnte. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Keine Bitterkeit, kein Wut, kein Zorn in unseren Gedanken. In unseren Worten, auf unseren Handys, nirgendwo. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wer von euch möchte heute sagen, ich möchte Gottes Gnade in meinem persönlichen Leben besser erkennen. Ich möchte Gottes Charakter tiefer verstehen und ich möchte anderen vergeben, so wie er mir vergeben hat. Ist das euer Wunsch? Amen.